Er ist der Mann der Zierfische. Seit seiner Kindheit lebt er auf dem Wasser und fängt den leuchtend gestreiften Kardinal. Jetzt fühlt er sich selbst wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seine Welt ist das 120.000 Quadratkilometer weite Labyrinth des Rio Negro, der schwarze Fluss im Nordwesten Amazoniens. Ein Fluss mit einem silbrigen Schatz. In seinen Nebenarmen lebt der blaurote Kardinalfisch, der von hier aus in Europas Aquarien gelangt. Zur Regenzeit tritt der Rio Negro über die Ufer und ertränkt monatelang alles Land. Einzig die Kronen der Bäume ragen dann aus den dunklen Fluten. Und die einsame Stadt Barcelos. »21 Kirchen für 14.000 Menschen, Fischer, Beamte, Arbeitslose. Bei der Prozession des heiligen Sebastian hoffen sie auf ein Wunder für die ehemalige Hauptstadt Amazoniens. Nicht eine kleine Fabrik steht in Barcelos. Und in der sauren Tonerde wächst nur die Maniokknolle. Barcelos ist am Endpunkt angelangt. In 23 Tabernas versuchen die Männer für Augenblicke zu vergessen, dass dies ein sterbender Ort ist. Der Schatz des schwarzen Flusses, seine Millionen Zierfische, ist immer weniger wert und kann die Familien kaum noch ernähren. Noch arbeiten an die 1100 Fischer auf dem Strom des Rio Negro. Meist Flussnomaden wie Crispim Alves de Braga und seine Familie, denen die Stadt unheimlich geblieben ist. Für sie ist Barcelos immer nur ein kurzer Landgang, eine Station zwischen den Fangreisen.